Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und wir sind noch bei der Album-Reaction von Trippie Redd. A Love Letter to You, 5. Und wir sind beim dritten Song angekommen. Thy Motions? Thy? Würde ich jetzt sagen. Muss ehrlich sagen, ich habe das Wort noch nie gehört oder gelesen. Kann aber einfach sein, weil ich hinterm Mond lebe. Aber bin ich sehr gespannt. Jetzt gerade will ich erstmal eben gucken, wie viele Songs haben wir denn? 19, ja, okay. Weil ein paar haben wir ja schon gehört, aber zum Glück noch nicht so viele. So, Lyrics an und gib ihm. Let's go. Hey, yo, hey, ey, boah, das muss ich mir nochmal anhören. Ey, dieser Übergang, wow, einfach geil. Ich meine, das ist ja schon schön so, ne? Aber dann dieser Übergang zu diesem trippy, geilen, emotionalen trippy Shit ist so geil. Boah. Had to fill in some shoes I couldn't fit. Shawty be hitting my line, I can't miss. The way that I breathe down her spine before I lick her soul. So, so. Ey, ey, ich war so in diesen ersten Soul gefangen, ne? Und dann kommt Soul. Ey, kann er nicht machen. Boah, ich liebe diesen Trippy einfach. Dieses Trippy. Junge, ey, das ist so, ich muss ehrlich sagen, der Song gefällt mir jetzt schon extrem, ne? Alter, when you die, you take in my soul, if not, just let me know. Krank. Junge, einfach so diese Frage, also, ist eine crazy Frage. Oder eine crazy Aussage, ne? Wenn du stirbst, nimm mal deine Seele mit. Wenn nicht, dann sag es mir. Crazy. Nimmst du mich mit in den Tod oder nicht? Crazy Aussage. Wow. Wow, wow, wow. Had to fill in some shoes I couldn't fit. Shawty be hitting my line, I can't miss. The way that I breathe down her spine before I lick her soul. So, so. Warte mal, das sehe ich hier, lese ich jetzt gerade erst. Had to fill in some shoes I couldn't fit. Boah, auch eine krasse auch krass, ne? Weiß jetzt nicht, worauf sich das bezieht. Muss ich ehrlich sagen, da bin ich zu wenig in der Geschichte von Trippie, zu wenig hier verankert. Wie heißt das denn noch? Zu wenig drin? So? Aber ich bin der Meinung, jeder kann irgendwelche Schuhe anziehen oder sogar. Na, ja, okay, anziehen ist immer schwierig, weil das heißt ja so gesehen, dass dir das vorgegeben wird. Okay, du musst jetzt das und das machen, du musst das und das erreichen. Und meiner Meinung nach ist ja so, das Leben von jemandem oder von dir selbst hast du ja zu entscheiden. Entweder du sagst dir, okay, ich schaff das. Und ich bin auch der Meinung, man schafft es auch. Aber
dieser Aussage, dass du in diesen Schuh reinpassen wirst, sehe ich immer sehr kritisch, weil ich bin der Meinung, man wird immer mehr schaffen können. Weil halt so, das sind ja diese Aussagen oder diese Augen von jemand anderem. Wisst ihr, wie ich meine? Das einfach, ey, alleine diese Gedanken immer dabei, ne? Ich liebe einfach diese, so eine Musik. Wahnsinn. Junge, ich liebe dieses Shit. Boah, das ist doch mal hören. Oh. Und das ist so die Sache, was ich bei vielen Künstlern ja extrem hasse, ne? Du gehst dieses Schreinmäßige ein, was Trippy ja gerade gemacht hat, was ich so geil finde. Und dann geht er in dieses Lockere wieder rein. Aber das passiert einfach, weil der Beat einfach so schön ruhig dabei bleibt. Das ist so geil gemacht. Also, Real Talk, hier ist das richtig geil. Andere Künstler machen das nämlich, die bauen so eine Spannung auf, dass sie losschreien und dass der Beat total durchdreht. Und dann kommt wieder dieser, so gesehen, dieser Cut. Und dann fängt er die normale Hook wieder an. Aber hier ist das so geil gemacht. Wow. Junge. Junge, Junge, Junge. Muss ich schon sagen, ist ein Mörderlied. Halleluja. Dafür, dass eben jetzt noch nicht mal aufgefallen, dass es nur 2 Minuten 28 geht. So gut war der Song. Und das wird schon was heißen. Boah, ey, wirklich wunderschöner Song. Schöner Beat. Deswegen, das ist auch so diese Sache, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe auf diesem Album. Auf diese Beats, diese Melodien. Die sind so unfassbar geil, die Trippy da raussucht dann. Wahnsinn. Also natürlich, ne, die Producer dann erstellen. Ich will ja nie, dass die Producer vergessen werden. Man vergisst die ja halt immer so schnell. Aber das ist so ein schöner Song. Also Real Talk, macht richtig Spaß zu hören. Oh, ich freue mich schon wieder auf den Winter, ne. So, wenn du in deinen Kopf rein willst und dann wird einfach diese Songs, die wir bis jetzt gehört haben, angemacht, Augen zu und gib ihm. Boah, Hammer. Ey, solche Songs sind wirklich Gold wert. Deswegen sage ich es immer wieder, ich liebe sowas. Ich liebe sowas einfach. Deswegen bin ich gespannt, was noch kommt. Ich hoffe auch, dann sehen wir uns da wieder. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.